Tapsoba. Wieder eine super Frage. Jetzt ist er drin. Fabian bleibt erstmal unten. Okay, eigentlich war es die Kopie von der Ecke. Mal gucken, ob der Kopfball von Tapsoba schon drin war. Ja, genau. Sonst gibt es vielleicht noch eine Abseitsnummer. Aber das war jetzt, ich glaube, zweimal war Maxi Mittelstädt nebendran. Also, das ist quasi die erste Variante. Alex Garcia, die war schon vielversprechend. Tapsoba, Elosian. Mittelstädt. Super! Ausgleich! Mio! Ich muss ehrlich sagen, wundert mich ein bisschen. Normalerweise deckt Leverkusen diesen Raum bei einer Flanke ab. Und der war aber jetzt zentral am 16er frei. Das war ein komplettes Abstimmungsproblem oder ein taktisches Problem, wo einer gepennt hat. Mio spielt den Ball raus, also wenn Sie so wollen, bereitet er sich selbst vor. Die linke Seite ist ohnehin die starke. Mio hat keiner auf dem Zettel, da geht kein Chaka mit, kein Alex Garcia und von hinten rückt keiner raus. Genau, eigentlich muss einer rausrücken, weil sie in der Defensive, in der Zentrale waren sie Überzahl und einer muss diesen Raum im Blick haben. Gibt es auch, zumindest mal bei Xavi Alonso bin ich mir sehr sicher, genaue Absprachen, wer den Raum zu decken hat. Das wird Geld geben. Rot. Rot. Martin Terrier. Und Ball springt ein bisschen zu weit weg. Oh ja. Ja. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ball springt ihm zu weit weg und dann vollgestreckt auf den Knöchel. Oberhalb vom Knöchel. Oberhalb vom Knöchel. Dreht sich, geht ab. Hier, erstes Zuspiel. Erster Ballkontakt! Und Dennis Hundorf! Erster Ballkontakt, kriegt sich. So kann man mal wechseln. Olaf Schlag, was soll ich machen? Konnte eigentlich gar nichts verkehrt machen. Ein klassischer Umschaltmoment. Oh, Patrick Schick! Oh. Leverkusen trifft spät. Es hat sich nichts verändert. Es ist erst vorbei, wenn Bayer seinen Segen gibt. Hier erobert er sich den Ball. Milo ist der Erste. Muss vorher kurz behandelt werden, weil die Wade gezwickt hat. Für einen Elfmeter reicht's noch. Milo gegen Radetzky. Der tanzt auf der Linie und vertanzt sich. Zum dritten Mal geht der VfB an diesem Abend in Führung. Falsch, zum zweiten Mal. Schick. Für Bayer. Der Mann
der den Ausgleich erzielte. Patrick Schick sicher vom Punkt, eigentlich heute wieder. Gearbeitet, viel gelaufen, viele Zweikämpfe, zwei, drei gute Abschlüsse. Ja, und ist auch klar, dass du als so teurer Neueinkauf jetzt auch zeigen willst, dass du Verantwortung übernimmst. Radetzky hat die Ecke angeboten, Demirovic hat eingeschlagen. Grimaldo. Spät gekommen, aber nicht zu spät. Alejandro Grimaldo. Jubel war dran. Geht so in Richtung unhaltbar. Doch, dass es so früh im Jahr schon in die Nerven geht. Wer hätte das denn gedacht? Franz Kretzig. Sein erstes Pflichtspiel für den VfB. Kretzig! Hast du gesehen, wie vom Elfmeter der Radetzky ein bisschen mehr links steht? Ja, um diese Ecke anzubieten. Hat er vorhin auch schon gemacht bei Demirovic. Okay, aber da war der Schuss besser. Robert denkt sich auch, irgendeiner fällt drauf rein. Letztlich war's. Alex Garcia, beeindruckende Standards. Gutes Spiel von ihm. Sicherer Elfmeterschütze. Ja, und wie du an der Reaktion siehst, das ist jetzt nicht. Ah, okay, Supercup, Supercup. Nee, nee. Hier geht es um Statements zu setzen für die neue Saison. 100%. Und auf. Mit dem ersten Ballkontakt das 2:1 erzielt. Dennis und auf! Jetzt gehen wir dran. Letztlich zu gut geschossen. Edmond Tapsoba gegen Alexander Nübel. Tapsoba jetzt kein klassischer Elfmeterschütze. So, wir sind auf der Zielgeraden. Silas muss treffen. Radetzky macht wieder die Seite auf. Silas! Silas! Leverkusen! Schau dir den Jubel an. Ist Supercup-Sieger 2024. Und jetzt sagt noch mal einer,
Der Pott ist nichts wert.